I wanna fly in the sea, swim in the cloud. Open the window and look out. Can you see what I see? And believe you can be free. I'll take a deep breath and get ready to become the best. Grazie per essere venuti. Die Resi-Reise ist ja ein Projekt, das eigentlich getragen wird vom Verein Initiative für mehr Demokratie, alla quale oggi c'è il frontman, che è Stefan Lausch. Piacere molto grande di vedervi qui. L'intenzione nostra di rendere possibile tutto il progetto era quello di trovare finalmente un contatto con i giovani. C'è bisogno di giovani convinti di lottare per la democrazia. Intendete, referendum, dare il potere decisionale ai cittadini. Wir kämpfen seit 20 Jahren darum. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir das Gefühl haben, nicht innerhalb dieses politischen Systems die Möglichkeit zu einer Vervollständigung der Demokratie zu kommen. Se non funziona la democrazia diretta, non funziona nemmeno quella parlamentare. La conseguenza era l'autoritarismo, le dittature. Non ci vorremmo arrivare un'altra volta. Non si aspetta semplicemente che qualcuno dall'alto ti dà la sovranità di fare quello che ti sembra giusto. No, la vera sovranità la eserciti, se sei convinto. Es ist ein Weg, ein langer Weg. Und deshalb haben wir ja auch die Resi auf Reise geschickt. Die Resi hat auch gesagt, sie mag losstarten. Ja, und ihren Weg begehen, und uns war ganz klar, dass die Musik auch und die Musik da eine wichtige Rolle spielen kann. Jetzt sind hier drei Bands, das ist heute ein Treffen. Wir invitiamo di partecipare in due tre passi. Il primo passo sarebbe ein Kennenlernen. Deshalb lade ich euch jetzt ein, dass ihr hier oben Platz nehmt dann gleich. Und zwar, dass ihr habt so das Setting gemacht, so face to face. Ja, also immer zwei Stühle, die sich anschauen. E beccate qualcuno che ancora non conoscete bene. Abbiamo tre minuti di spiegare un attimo chi siete, di quale gruppo musicale proveniete e qualcosa che volete dire su voi stessi o anche sul vostro gruppo. Così che vorremmo fare un piccolo World Café, non so se conoscete il metodo, cioè la discussione può continuare, ma adesso vi invito di entrare in discussione sul nostro tema cornice, che sarebbe vieles muss besser werden, tanto deve migliorare, e questa frase va scritta o con un punto esclamativo oppure con un Fragezeichen. Und wir hätten da jetzt drei Unterthemen dazu vorbereitet. An jedem Tisch gibt es dann einen Moderatoren. E ogni tema va discusso liberamente. E vi invito di anche festhalten. Aufschreiben. Cioè, se vengono delle tematiche, se vengono dei punti, di anche graficamente tenerli sulla tovagliola, mi sa. Tovaglia. Sulla tovaglia. Ci sono dei pennarelli rossi. Dass so was entsteht wie ein Mindmap. Yeah.
euch jetzt ganz kurz bitten, dass die Moderatoren ganz kurz resümieren, was gesagt worden ist auf dem jeweiligen Tisch. Okay, Thema war unseres, was kann besser oder vieles muss besser werden in der Zivilgesellschaft. Ein wichtiger Punkt war die Überregulierung. Es gibt zu viele Regeln, dadurch eine mangelnde Selbstverantwortung der Bevölkerung beziehungsweise die Unmöglichkeit des Einzelnen und das Gefühl der Unmöglichkeit, die Regeln einzuhalten. Und dann kommen wir noch zum Punkt Entschleunigung, der sehr vieles mit einbezieht. Und vor allem bleibt der Genuss auf der Strecke, aber auch diese Grundbegriffe oder Grundeigenschaften der Zivilgesellschaft laut uns, wie zum Beispiel Achtsamkeit, Nächstenliebe, Solidarität, zuhören können, Courage, sich auch für jemand einzusetzen, ist oft durch diese ganze Überhäufung mit vermeintlichem Stress aus Beruf, Kinder und so weiter, den man hat, oft nicht mehr möglich. Also bringt das Thema, wo vieles muss besser werden in unserer Demokratie. Es sind sehr viele verschiedene Sachen auszuerkennen, also ein Resultat gibt es nicht wirklich. So tue ich eigentlich lieber einfach die Punkte wie ein Aufzählen, die da waren. Also einmal haben wir gesagt, dass wenn die Demokratie jetzt direkt war mit Referendum, dann muss man auch schauen, dass die Medien nicht auf die Leute eingehen, auf ihre Entscheidungskraft. Dann haben wir gehabt, wichtig ist generell für eine gute funktionierende Demokratie eine gute Education. Entschuldigung für mein Deutsch, ich kann nicht so gut Deutsch reden, obwohl ich Deutsch bin. Good Education und important Access to Information. Also 100%, also cool war Anarchie, habe ich gehört, von ihm. Nicht? Aber eben, wenn Anarchie funktionieren sollte, dann war es eben wichtig, dass man die zumindest 5 von den 10 Gebote verfolgt. 100% Freiheit, Utopie, vielleicht auch nicht, wer weiß, in 100 Jahren. Die Education gut funktioniert, versteht ihr? Ja, wegen Freiheit. Na, weil es auch schwierig ist, die Grenze zwischen, wie weit geht meine Freiheit und wo fängt die vom anderen an? Wir sind partiti un po', con un discorso sui bambini, anche già la formazione del bambino, un ragazzino piccolino, e il suo modo di ascoltare e cosa può succedere nella testa di un bambino. Poi c'è musica da vendere e vedere. E non mi viene il nome. Capisco bene che ormai tanta gente non sa più ascoltare, ma l'ottica di sì, il visuale è molto il visuale più, è data più importanza che l'ascolto. Che l'importanza quanto è cambiato il modo di usufruire della musica, ne sono passati più dal solo ascoltare la musica al guardarla, che è diventato quasi più importante. Ci vorrebbe più qualità, sì, nel senso che adesso le proposte sono così tante e naturalmente più si è e meno la qualità è alta, perché, semplicemente dal fatto che è molto difficile trovare una percentuale alta di qualità in un milione di gruppi. È difficilissimo. Sondern jetzt jede Band für sich gibt ein Statement, entwickelt das eigene Statement, braucht sich aber nicht als Gruppe präsentieren, also mit Namen und so, weil das werden dann die anderen für euch machen. Okay. Wir sind die Shanti Power und sind ganz cool drauf. Wir haben sie gestern noch gesehen. Ein Teil ein paar Sänger kennengelernt, aber ich sage, dass wenn jeder natürlich mit Herz und Blut dabei ist, und die freimäßig wieder zu singen. Toll an die Shanti Power ist eben auch, dass es nicht viele Leute habt, sondern vor allem auch viele Leute von verschiedenen Kulturen, sagen wir mal so, nicht? Also sowohl deutschsprachige, italienischsprachige, und bringst das auch alles auf die Bühne und denke Songtexte auch ein, nicht? Und das ist wirklich toll, eigentlich so viele Leute eben auf der Bühne zu sehen. Auch spannend finde ich, dass es Crossover ist. Das habe ich erfahren, das gefällt mir sehr gut, dass einfach ganz viele Bereiche Platz haben und sich auch, das ist ja ein wunderschönes Thema, auch eine Einheit werden durch euch auf der Bühne. Und dass man sich nicht festlegen muss, dass es nicht eindimensional ist, sondern wie wir Menschen ja einfach viele Seiten haben und die lebt sie auf der Bühne super aus. This is a warning. It's time to open your eyes. Wake up from this dream and make a move. Be a peaceful warrior while you walk on your way. Power to the people. Live up yourself and everybody else. And one day a new dawn will come. And it will be a sunny day. Woo!
Ladies and gentlemen, Turbo Trill! Die Resi wird von der bombastischen Susan Lades gehalten. Batterista mio conterraneo. Siamo tutti e due in un bellissimo paese. Lui è scappato. In zone ha fatto più bene. Calde. In zone più calde, sì, no. Ha fatto anche bene. Sì. Io invece io vado avanti dietro, mantengo un po' la popolazione su. Ci conosciamo di vista, è bello stato rincontrarlo. Ho già seguito un po' sui giornali il vostro progetto, abbiamo parlato velocemente noi due, ma è poco il tempo. Secondo me è un po' sfugge poi con la nostra età, no? Ci vuole più. Der Wilco ist aus Holland eingereist. Und zwar schon vor mehreren Jahren. Er arbeitet eigentlich als Design, ist, wie ich verstanden habe, ein überzeugter Anarchist. Und generell sehr sympathisch, hat mich sehr gefreut, ihn kennenzulernen. Danke, Beth. Du bist Saxophon, Schlagzeug, Echo. Und Megafone, die in Feedback gebracht worden sind. Also ein ganz spannendes Experiment. Und eben inzwischen ist Bass und Stimme dazu gekommen, oder? Resistance. Also ein Motto für uns, das eigentlich ziemlich alles umreißt, ist Leben und Leben lassen. Das umreißt Freiheit. Dem anderen die Freiheit zu gewähren und meine Freiheit zu vergrößern, wo wir vorher bei den Gesetzen waren. Gesetze sollten dazu da sein, die Freiheit zu wahren und nicht sie zu beschneiden. Und das gilt nicht nur für den Einzelnen, für das Individuum, sondern wirklich für das ganze Reglement von Firmen, von Politik, von Straßenverkehr, egal, was auch immer. Und mit Liebe kann man leben und leben lassen. Ja, ich komme zum Trofeo. Vielleicht eine Rede noch für den Oscar. Jetzt habe ich die Woche Jam mit Doppel M für Jack. Emanuel, Max, Marco. Mi ha fatto piacere parlare con Jack, che i nomi sono Jack. Jack. Mi ha fatto molto piacere anche perché facevi parte per 25 anni con la Spolpo Blues Band anche. Die Leidenschaft, die man spürt für die Musik bei euch. Also das ist Herz dabei ist und das sieht man auch. Also man schaut euch auch gerne zu, man hört es nicht nur gerne und das gehört auch beim Konzert das Auge. Und da hat man so das Gefühl, man will zerfließen mit ihren Instrumenten und mit ihrer Musik und das ist ein Motki. Das hören wir gerne. Percussion-Projekt Rhein-Percussion mit 80 verschiedenen Schlagwerken und eine Mordsshow. Und auch ihr habt dann irgendwann das Problem gehabt, dass es fürs Publikum vielleicht ein bisschen schwer hörbar war und mit dem Bass. Habt ihr dann die Erfahrung gemacht, dass da doch eine Basis entsteht, wo auch jemand mit ein bisschen Schweinsohren sich dann auch viel leichter in die Sache hineindenken kann? Ja, das klingt etwas ein bisschen banal, aber perché mi vengono così delle frasi, avendo fatto tante esposizioni di strumenti, sempre a fare dei discorsi. Allora, da un attimo ho scritto questa cosa, è in italiano perché mi viene meglio scriverla, e anche per così. Perché la nostra band è metà italiana e metà ladina come, madre, come lingua. Resi, allora, quello che noi sentiamo è più o meno questo. Io l'ho scritto e loro hanno detto che va bene, quindi. Il Jam Music Project è un progetto musicale aperto, democratico e in costante trasformazione. Con la nostra musica vogliamo testimoniare che collaborare tra musicisti e imparare ad ascoltarsi apre la mente e il cuore per una democrazia di vita fatta di scambio e rispetto. Tutte le culture del mondo conoscono la musica come espressione onirica e divina dell'anima. Crediamo pertanto nella musica come un possibile strumento per una pacifica e democratica convivenza umana. Von der Masse meinen Wagen.